Ein Siegestanz vom Feinsten. Über 3800 begeisterte Fans im Rücken und eine sogar obendrauf. Ein Wahnsinns-Buzzerbeater. Und ein resignierter Gästecoach. Trier deklassiert Gießen mit 73-48 und feiert damit den 5. Sieg im 8. Spiel. Nach den beiden unglücklichen Niederlagen gegen Berlin und München beginnt die TBB hochkonzentriert und gewinnt das erste Viertel dank knallharter Defense und schönem Teamplay mit 18-4. Nach überstandener Adduktorenverletzung ist Brian Harper zurück, hier mit dem Tip-In zum 8-2. Der Trierer Topscorer im ersten Viertel mit 6 seiner insgesamt 13 Punkte. Aber es war erneut ein Sieg der gesamten Mannschaft. Jeder Trierer traf und vor allem die Bankspieler brachten wichtige Impulse. Mathis Mönninghoff hier mit Wille und Selbstvertrauen zum 20-4. Vita Cicoco mit dem krachenden Dank zum 22-8. Gießen sichtlich geschockt. In der gesamten ersten Halbzeit gelangen dem Tabellenletzten nur 16 Zähler. Nur selten konnten Ryan Brooks oder Laquan Prowell hier mit schönem Fingerroll ihr Können aufblitzen lassen. Vorne ohne Fortun und hinten dann auch noch unaufmerksam. Jared Howell sagt Dankeschön nach dem Einwurf. Für Oscar Fassler war es eine frustrierende Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der Dreier zum 13-24 sollte sein einziger Treffer bleiben. Trier spielte Gießen förmlich an die Wand. Hier tanzt Andi Seifert den noch hüftsteifen Gießener Neuzugang Jasmin Perkovic auf dem Bierdeckel aus. Bei einem Stand von 33-16 ist bereits zur Halbzeit für Trier mehr als die halbe Miete eingefahren. Entsprechend schwungvoll geht's rein in die zweite Halbzeit. R. Harper lässt es krachen zum 37-20. Doch Gießen mit dem letzten Aufbäumen. Topscorer Ryan Brooks mit 8 seiner 14 Punkte im dritten Viertel. Und plötzlich Unkonzentriertheiten bei Trier. Prowell und Brooks mit den Steals und den zu einfachen Punkten. Ein Fünkchen Hoffnung keimt auf beim kleinen Grüppchen der mitgereisten Gießener Fans. Nach einem 6-0-Lauf der Gäste hat TBB-Coach Henrik Rödel genug gesehen. Er nimmt die Auszeit und bringt seine Jungs wieder auf Kurs. Und wie? Barry Stewart mit dem wichtigen Dreier zum 40-20. Und Trier weiterhin dominant unter den Brettern. Harper mit dem Assist auf Andi Seifert. Und es geht auch umgekehrt. Schönes Zusammenspiel der Trierer Big Men. Gießen kommt mit den Punkten von Prowell zum 36-47 zwar noch einmal auf 11 Punkte ran, doch Trier läuft jetzt heiß aus der Distanz. Jermaine Buckner mit 5 Punkten in Folge und Basti Doret mit dem Wurf des Spiels. Der Buzzerbeater in your face, rein ins Glück, verwandelt die Arena Trier endgültig in ein Tollhaus. Seine ersten Punkte im Spiel, was für ein Wurf und was für Emotionen bei Basti Doret. Der Trierer A-Nationalspieler jetzt on fire mit 11 Punkten in den letzten gut 10 Minuten und 3 von 4 Dreiern. Mann des Spiels und für ihn persönlich ein Befreiungsschlag nach einer offensiv bisher eher durchwachsenen Saison. Und Gießen? Tja, bis auf ein paar Einzelaktionen war das gar nichts. Neuzugang Jasmin Perkovic, hier übrigens mit seinem einzigen Korb, war geschockt über den Zustand seiner neuen Mannschaft. Of course I'm shocked because I'm not used to play on that, not on this level, but ich bin schockiert, weil ich es nicht gewohnt bin, auf so einem Niveau zu spielen. Wir haben Spielzüge, aber wissen nicht, wohin wir laufen müssen oder wie wir leichte Körbe erzielen. 2 Jahre nach Oldenburg ist hier alles anders. After 2 years, of course, after Oldenburg, everything is different. Zurück zum Schaulaufen der Trierer. Vita Cicoco mit schönen Punkten nach Assist von Jermaine Buckner. R. Harper verpasst zwar dieses Mal ausnahmsweise den obligatorischen Alley-Oop-Dunk und stopft das Ding nur spektakulär auf den Ring, weshalb wir uns dieses Mal mit diesem letzten Trierer-Feldkorb verabschieden. Boom, Schakalaka. Trier tanzt auf der Euphoriewelle. Das Überraschungsteam der BKO BBL holt 5 Siege in den ersten 8 Spielen und steht damit aktuell auf einem Playoff-Platz. Nächsten Samstag geht's nach Würzburg ab 18.30 Uhr live auf basketballstream.de.
Fußball-Bundesliga. Spürst du das Dribbeln?